Folge 7 der Penny DEL Eishockey Grillmeisterschaft. Für die Eisbären ist es definitiv zu heiß am Grill. Heute gibt es Tigerfilet. 14 Teams, 7 Duelle. 60 Punkte sind das Ziel. 2 Teams, 2 leckere Gerichte. Grillduell Nummer 7 und diese Jungs sind mit dabei. Flo Bugel. Benedikt Kohl. Straubing. Tigers. Oh Gott, habe ich zweimal gepfeffert. Das ist auch Pfeffer. Marco Novak. Jonas Stettmer. Eisbären. Berlin. Gut, ist nicht gut. Ja, aber was soll denn das werden eigentlich? Mein Gott, ey. Wer sichert sich den Titel in der Penny DEL Eishockey Grillmeisterschaft? Die Antwort gibt es spätestens heute, denn ein Duell haben wir noch. Unser Streifenhörnchen aka unser Rap Polo ist bereit an der Pfeife und unser buntester Vogel, sprich unsere Chefköchin Meta, verrät uns jetzt erstmal, was gibt es zur Vorspeise? Zur Vorspeise gibt es gefüllte Paprikas, genannte Poppers. Dann würde ich sagen, wir sind bereit, ein letztes Mal Anpfiff. Und go. Bitte. Paprikas auf dem Grill. Super einfach, lecker, schnell gemacht. Und ich glaube, hat fast jeder gern. Shake hands. Die Tiger bringen sich also in Stellung. Also die Aufgabenverteilung bei uns hat es eigentlich gar nicht wirklich gegeben. Startest du mal? Ich unterhalte mich dabei. Was willst du jetzt? Ich mache das Hackfleisch. Kleiner Tipp von mir, ich würde den Grill mal hochstellen, damit, wenn das dann ja ready ist, dann auch Hitze hat. Genau, perfekt. Ja gut, wir wussten, wir grillen gegen Straubing, da war es natürlich einfach, hier in den Zug zu steigen und hier herzukommen. Oh Gott, habe ich zweimal gepfeffert. Das ist auch Pfeffer. Also zu Hause findet man mich vor allem im Sommer eigentlich jede Woche mindestens einmal am Grill. Hast du die Rezepte alle einmal gekocht? Von meiner Freundin, die Mutter, die macht immer gefüllte Paprika und das habe ich letztens gemacht. Das ist leider nicht so gut gelaufen. Ich glaube, das wird jetzt genau der gleiche Fall. Ich glaube eher, dass die Tigers da ein paar Vorteile haben zu den Bärchen. Hey, komm, hier geht's los, ey. So, einer von euch hat sich als Ziel für diese Grillmeisterschaft gesetzt. Er möchte Gordon Ramsay stolz machen. Ja. Oh ja. Hast du das? Das war ich, ja. Ja, Gordon Ramsay ist wohl der harteste TV-Koch, den es überhaupt auf der Welt gibt. Ich würde sagen, wir arbeiten ganz fein. Das ist richtig rein. Ja. Eine Geschmacksexplosion. Die größte Schwierigkeit bei den Paprika-Poppers ist ganz klar das Würzen. Also wenn man das nicht richtig würzt, dann hat man einfach das Problem, dass die Paprika selber natürlich fade ist. Es muss geil, richtig. Geheime Zutat dabei. Die kommt bestimmt nicht so gut an bei mir, oder? Was ist es? Du musst ablenken. Was ist es? Unser Grill, ich glaube, der funktioniert nicht ganz. Schau mal, da ist gar keine Flamme. Ja, das eigene Gewürz war eigentlich unsere Geheimtaktik vom Kohli ausgehackt. Das hat er versteckt und hat hier reingeschmuggelt. Und nicht sparen, oder? Was ist es? Garam Masala. Ah, okay. Haben wir eigenes Gewürz mit? Das ist ja. Ey, das ist. Es ist. Entschuldigung, aber nee. Schon cheaten hier. Wenn du dein eigenes Gewürz mitbringst in so eine Show, dann finde ich es schon schwierig, dass man auch noch einen Schiedsrichter hat, der denke nicht Schlechtes, aber heute sozusagen die Scheuklappen auf hat. So, und wenn ihr zu Hause mal testen wollt, ob ihr das genauso gut oder vielleicht sogar besser könnt als die Jungs hier am Grill, alle Rezepte zum Nachkochen gibt es auch auf penny.de/grillen. Ich muss es jetzt kosten. Ach hier, du probierst jetzt die rohe Masse, ja? Ich lobe das, dass er die rohe Masse probiert hat. Richtig. Petersilie, was ist ein Petersilie? Keine Ahnung. Absolut, ich hatte keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Basilikum, was ihr hier gerade genommen habt. Ja. Guck mal, das nennt man Petersilie. Das ist der gute Freund. Petersilie ist ein Strauchgewächs, kann man das so sagen? Mhm. Oder? Oder ist es falsch? Ja. Keine Ahnung, schneidet das vielleicht raus und dann gehen wir zur nächsten Frage. Das bleibt unter uns. Ich weiß auch nicht, wie man grillt mit einer Hand in der Hosentasche. Jonas, was ist so dein Job? Jonas, kannst du schnell zum Abspülen kommen, bitte? Irgendwie raucht der eine Grill. Wie bei euch brennt was an.
Jetzt ist hier aber mal... Ja, nachdem die Meta gesagt hat, ich sollte vielleicht nicht in den Grill pusten, da habe ich natürlich gleich an meine Kinder gedacht und habe gedacht, was machst du eigentlich? Was passiert mit Luft im Feuer? Sauerstoff. Er macht bumm. Er macht's bumm, Meta. Feuer und Sauerstoff, meine die besten Freunde, und das Feuer wird immer größer. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es hier in Folge 7 noch mal so heiß wird. Was machen die denn da jetzt noch? Nein, wir brauchen noch eine Soße. Los, ich probiere jetzt mal. Ich probiere mal was. Oh, du probierst jetzt noch mal was? Wow, was macht er denn jetzt? Leb dich aus. Das wird jetzt was Brutales, sage ich dir. Pass mal auf, was kann man da noch reinmachen? Ja, ich habe immer mal wieder nach links geguckt und mir so gedacht, so Milch und die Soße, ja, lass sie mal machen. Spannung steigt. Das muss ja jemand kosten, das ist das Problem. Das ist nicht gut. Ja, aber was soll denn das werden eigentlich? Warte mal ab, das kriegen wir schon noch hin. Da wollte ich einfach, dass es einfach passiert. Aber es ist nichts passiert. Boah, das ist brutal viel Öl, ey, scheiße. So, das war's dann. Vorspeise beendet. So, Polo, komm ran. Es gibt endlich was zu essen für dich. Ist der Speck kross genug, Meta? Dieses extra Gewürz nimmt man sehr fest wahr. Mhm. Die Frage ist, ob wir das gut finden oder nicht. Portion Zewa. Portion Zewa, falls es nicht. Wir können auf jeden Fall festhalten, es ist würzig. Novi, bist du bereit? Wir kommen. Novi, bist du bereit? Hast du das Zewa noch in der Hand? Jetzt brauchst du einen Eimer. Schweigen? Ist das gut oder schlecht, Novi, meinst du? Schweigen ist Gold, oder? Das ist natürlich jetzt auch eine ganz schöne Fallhöhe da, muss man sagen. Ne? Gut, dass deine Spezialsoße nicht dabei ist. Für die Tigers gibt es folgende Punktzahl. Von mir 9 Punkte. Von mir gibt es gut gemeinte 7 Punkte. 7 reicht. Gordon Ramsay hätte uns wahrscheinlich nicht so viele Punkte gegeben. Aber ich selber bin auf mich und Kohli auf jeden Fall sehr stolz. Sind 23 Punkte. Wir schauen die Punkte für die Eisbären. Von mir gibt's immer noch gute 8. Bei 8 gehe ich mit. Und kreative 6. Also für mich war es eine ganz kleine Nuance, die diesen Punktunterschied gemacht hat. Und das war ganz klar die Würze. Es war einfach ein bisschen perfekter. Macht einen knappen Vorsprung für die Tigers. Aber das war ja erst die Vorspeise. Jetzt geht's an die Hauptspeise. Meta, Hauptspeise, dein Stichwort. Was landet auf dem Grill? Ja, zur Hauptspeise gibt es eine kleine Herausforderung. Und zwar gibt es ein Schweinefilet im Blätterteig. Und los, Jungs. Ein Punkt Unterschied liegen zwischen den beiden Teams nach der Vorspeise. Also eigentlich beste Voraussetzung, Meta, für ein spannendes Schlussduell. Gebe ich dir recht, allerdings habe ich jetzt gerade so einen leichten kleinen Herzhupfer erlebt, weil warum, das Fleisch Peter, wurde einfach vom Teller auf den Grill gelegt. Ich denke, was ist jetzt passiert? Jonas, ich glaube, du bist gemeint an der Stelle. Ich weiß. Ist er denn wenigstens richtig heiß? Ja, das haben wir geschaut. Okay, und du weißt schon, dass das dünne Teil des Filets gleich durch ist? Ja. Einfach so ein Filet auf den Grill zu klatschen, ohne zu denken, das geht für mich gar nicht. Ich hätte das gute Schwein jetzt noch ein bisschen massiert. Tut einfach irgendetwas damit, damit es mir besser geht. Also ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, ups, jetzt wird es wirklich eng. Also das sieht mittlerweile wirklich so aus, als hätte es einen Kampf mit dem Eisbären durchlebt. Mein Hund braucht eh noch ein Spielzeug, kann ich das mitnehmen? Ja, es war so, scheiße, jetzt haben wir schon verloren. Kriegen wir noch mal neues Fleisch? Ah, hier kommt der Blätterteig schön aus dem Kühlschrank. Jungs, Gleichberechtigung. Danke. Ja, das Einrollen von dem Schweinefilet ist unheimlich wichtig, dass das straff fest gemacht wird. Das ist wahnsinnig viel Luft und das da ist doch unten, nicht? Der Verschluss ist doch unten. So rein für die Optik. Aber auf die Optik achten sie ja in Berlin auch nicht so, oder? Aufgrund von dem, wenn man natürlich das labbrig macht, das einerseits nicht schön aussieht, aber noch viel schlimmer, dazwischen so große Lufthohlräume sind, dass natürlich die Garung nicht so perfekt gelingt.
Novi, ja. Wie sieht das aus? Das ist doch jetzt eigentlich genau eine Aufgabe für dich, oder? Ja, jetzt wird's super. Jetzt holen wir uns die Punkte zurück. Jetzt holt ihr euch die Punkte. Jetzt haben wir da ein bisschen Melonensalat dazu machen. Jetzt nimmt er noch eine Melone. Da muss man wirklich sagen, Kreativität von Straubing war Weltklasse. Also die haben, glaube ich, gefühlt 20 Salate noch daneben gemacht. Wir hätten auch gerne noch eine kleine Beilage. Okay. Wir machen das. Wäre schön. Wir hätten das jetzt schon von selber gemacht, aber... Ja, und wir haben unsere eigenen Gewürze mitgebracht. Oh. Mein Gott, ey. Haben Sie sich schon wieder beschwert, oder was? Die sind nur am Lamentieren, die ganze Zeit. Die Frage ist jetzt, ob man das jetzt gleich oben hin. Das musst du jetzt gleich sagen. Ja, mach's oben hin. Ja, oben ist die Hitze. Das passt. Ja. Was ist denn da passiert? Das war so der erste Moment, die machen auch endlich mal was falsch. Okay, wir können die doch noch schlagen. Was passiert, wenn Teig auf ein Gitter kommt? Ja, das kriegen wir jetzt nicht mehr runter. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Hast du auf den Stein getan? Nee. Ist der Teig zu weich oder zu labbrig, dann passiert das, dass das im Gitter so einsinkt, worauf das natürlich festklebt und unmöglich wieder vom Grill kommt. Ich befürchte, der Pizzastein macht hier den Unterschied. Schau. Das müssen wir auch wieder unten lassen, gell? Ja. Lass mal wieder ein. Sieht keiner. Irgendwie ist er dann auch unten auf dieser Grillplatte gelandet. Der Novi, der lacht sich jetzt schon ins Fäustchen, gell, weil wir so einen technischen Fehler gemacht haben. Aber bei Ihnen schmeckt es halt nicht. Kann man die Sachen auch nehmen oder vergifte ich euch dann? Nein, du kannst alles nehmen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn der Novi immer da unten rumfummelt, nicht, dass da wieder irgendwelche Soße. Die Soße wieder rauskommt. Die Soße. Bitte bleib doch über dem Tisch. Bitte bleib über dem Tisch. Wir haben auch Bacon im Salat, geht, ne? Ja, aber ich würde es halt ein bisschen angrillen. Das meine ich ja, den Bacon im Salat, ne? Kurze Frage, Kerntemperatur vom Schwein. Wie hoch? 62 bis 65 Grad wäre top. Okay. Bisschen hoch die Fleischtemperatur bei uns. Ja. Seid ihr nicht bis zur Platte runtergekommen? Ach so, das kann natürlich sein, dass ihr auf die Platte und dann so, ja, Platte gemessen habt. Also wenn ich so eine Platte habe und dann einfach den Thermometer runterschiebe, ist es ja klar, der steckt im Feuer. Deshalb lieber schön längs in die Mitte ziehen, so dass man auch die Kerntemperatur von innen messen kann. Ah, okay. Macht mehr Sinn. Ey, wow, also wirklich. Ja, kochen ist schwierig. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Finger von den Tellern. Vor mal Anfang, Wein zum Schwein. Schmeckt schon mal. Wenigstens der Wein, oder? Es schmeckt wie Weihnachten und Ostern und Silvester zusammen. Sehr gut. Wohl bemerkt, ein Zweierlei als Beilage. Wassermelone und Parmesan. Also nicht jedes Special ist ein Special. Wir starten mit der Mannschaft, die in Führung liegt, mit Straubing. Und ich gehe mit 8 Punkten. Ich bin dabei, 8 Punkte. Haben die Kätzchen gut gemacht. Damit enden die Tigers mit einer Punktzahl von 47 Punkten. Wir erinnern uns, nach der Vorspeise lag Berlin mit einem Punkt hinten. Für die Hauptspeise, für die Eisbären, gibt's glatte 10 Punkte. Von mir sehr gute 9 Punkte. Eisig, aber heiß, eine 9. Der Ehrgeiz hat uns natürlich dann auch gepackt, wo wir hinten lagen. Und damit ist das Gesamtergebnis 50 zu 47 tatsächlich für die Eisbären Berlin. Spiel gedreht, würde man im Sport sagen. Ich hätte Marco das nicht zugetraut, dass der das so schafft, aber hat mich das Bessere belehrt. Genau. Ja. Gratuliere. Straubing gegen Berlin. Am Ende haben die Eisbären diese berühmten Kleinigkeiten einfach konsequenter umgesetzt. Trotzdem kulinarisch ein Duell auf Augenhöhe. Klasse Männer. Meta, bitte. Ich muss ganz ehrlich sagen, also heute hätte es auch ein Unentschieden geben können. Das war so eng. Und die Belohnung gibt es jetzt in der Abschlusstabelle der Penny DEL Eishockey-Grillmeisterschaft.
Berlin holt sich einen starken zweiten Platz hinter dem Sieger der Saison, den Kölner Haien. Der Glückwunsch geht an den Rhein. Und auf dem geteilten dritten Platz gibt es ein Tigers-Treffen mit Straubing und Nürnberg. Der Titelverteidiger Mannheim ist entthront. 41 Punkte, zu wenig. Und der Meister auf dem Eis, der EHC Red Bull München, kann am Grill nicht wirklich überzeugen. Ist aber immerhin noch besser als Bremerhaven und Schlusslicht Ingolstadt. Es war ein echtes Schmankerl nochmal hier zum Abschluss. Für jetzt sagen wir erstmal danke und tschüss. Und nächste Woche gibt es dann natürlich auch noch die Siegerinterviews und, wie es sich gehört, den Pokal. Genau, wir hören die Champions aus Köln zu ihrem Triumph am Grill. Ja! Und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Was passierte backstage bei der Penny DEL Eishockey-Grillmeisterschaft 2023? Die Highlights. Seid mit dabei.